Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 10. Mai 2018? Wenn ich die Tageshoroskope vermittle, wie beeinflusst die kosmische Energie unserem Tag, dann meine ich damit, wie wirken die Sterne, Sonne und Mond auf unserem Alltag, wie beeinflusst das unserem Gefühlen. Selten spreche ich über politische Astrologie. Heute möchte ich trotzdem etwas erwähnen, was passiert auf unserem Planet Erde, welche Einflüsse kommen von Sternen, was beeinflusst natürlich die Menschheit, die politischen Ereignisse und auch unseren Planet Erde. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Die Tierkreiszeichen Stier symbolisiert die Besitz, etwas in Besitz zu nehmen und die Finanzen. Uranus nähert sich und wird in die nächste Zeit in Tierkreiszeichen Stier bewegen. Das heißt, es werden Umbrüche, Veränderungen kommen im Finanzsystem. Es nähert sich. Sonne symbolisiert die Regierungen. Früher die Könige oder Kaiser, Herrscherhäuser, Imperium. Heute können wir sagen, die Sonne ist die Regierung. Gegenüber bewegt sich zurzeit Jupiter. Sonne und Jupiter stehen exakt gegenüber. Gestern schon, heute immer noch. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Gesetz Gottes. Natürlich nicht nur das, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, sondern wenn beeinflusst unserem Leben natürlich die rechtlichen Lage, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Und vieles kommt jetzt ins Licht. Es ist nichts Ungewöhnliches, weil Sonne und Jupiter stehen öfters mal gegenüber. Aber was die Besonderheit ist, dass Jupiter am nahesten ist zu unserem Planet Erde als sonst. Die Entfernung, gerade die Jupiter-Entfernung von unserem Planet Erde aus gesehen, 4,4 mal größer als die Sonne, Sonnenentfernung. Es ist sehr weit weg, aber so nah ist ganz selten. Also Jupiter steht ganz nah zu unserem Planet Erde und vermittelt etwas. Erstens mal die Gerechtigkeit, auch die göttliche Gerechtigkeit, Gottesgesetze und auch religiöse Themen oder Spiritualität, aber auch Glück. Vor allem unserem Planet Erde und Jupiter, dazu muss ich noch sagen, dass Jupiter ist rückläufig, hat vieles mit Vergangenheit was zu tun, vieles kommt ins Licht von Vergangenheit, sondern unserem Planet Erde und Jupiter bekommt noch einen sehr schönen Einfluss von Neptun und von Mond. Das beeinflusst unseren Gefühlen. Wir haben das Gefühl nach Gerechtigkeit. Wir wünschen diese Gerechtigkeit. Und immer mehr Menschen suchen die Zugang zu den Göttlichen oder suchen einen spirituellen Weg oder eine religiöse Richtung. Und heute kommt das auch intuitiv, weil wir fühlen das alles. Das beeinflusst auch unserem Gefühlen. Und Neptun ist auch der Planet, die Träume, die Visionen. Und heute bekommt Neptun und Mond noch zusätzlich einen Einfluss von Stern Skat. Und Skat bedeutet übersetzt ein Wunsch. Das heißt,
Ich wünsche, dass es Frieden gibt auf die Erde. Ich wünsche, dass es auch Gerechtigkeit gibt. Ich wünsche, dass wir immer mehr in eine spirituelle oder religiöse Richtung uns bewegen, dass wir immer mehr Zugang finden zum Göttlichen, zum Schöpfung. Wir sind ein Teil von dem göttlichen Schöpfung. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir dürfen das heute wünschen. Und die Hoffnung oder die Möglichkeit, dass das doch mehr Gerechtigkeit gibt oder mehr Frieden oder immer mehr Menschen haben diesen Wunsch und das bindet uns, das verbindet uns und das sind die Einflüsse von den Sternen und das ist eine sehr schöne, harmonische und fließende Energie. Neptun und Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und die Fischen ist diese Erinnerung, dass wir eine Ganzheit bilden und sind wir ein Teil von dem göttlichen Schöpfung. Und die Tierkreiszeichen vermittelt auch diese Göttlichkeit und auch Spiritualität, erweckt an uns etwas und das in unseren Intuitionen oder Inspirationen, eine Vision von Frieden. Und unserem Planet Erde und Jupiter, die bewegen gerade in Tierkreiszeichen Skorpion, vermittelt auch uns etwas. Das ist diese Wandlung. Das heißt, von den Sternen haben wir wunderbare Einflüsse. Die Menschen fühlen das auch. Die Menschen richten sich in diese Richtung. Sie schauen auf dem Göttlichen und haben diesen Wunsch. Und heute ist eine ganz starke Energie, dass dieser Wunsch erhöht wird. Nicht nur Skat bestrahlt die heutige Mondbewegung und die Neptunenergie, sondern Achenar. Und diesem Achenar ist nichts anderes als die Quelle, das Fluss des Lebens. Fluss Eridanus symbolisiert auch dieser Fluss des Lebens. Es ist zwar ein Grenzen zwischen Leben und Tod, aber das sind die göttlichen Flüsse, so wie die Mythologie das beschreibt. Davor haben wir 9 Stück und der Fluss Eridanus gehört dazu. Und das Ende des Flusses ist Achenar und das ist diese Quelle. Ich habe die Geschichte oft erzählt von Rabe und die Rabe sollte Wasser holen von Quellwasser für Zeus. Und das ist diese Quellwasser hier im Ende des Flusses Achenar. Und wir sollen uns vielleicht mal besinnen an unserem Quelle, woher kommen wir überhaupt? Und wir stehen in Verbindung zu dem Göttlichen. Welche Gesetze meint, welchen sind diese göttlichen Gesetze, Ursache und Wirkung? Es sind wunderbare Einflüsse von außen und dort gibt es auch eine Spannung, so wie wir das auch erleben. Wir müssen nur die Nachrichten hören. Und das ist die Spannung zwischen Mars und Uranus. Uranus kommt plötzlich, unerwartet, bringt Veränderungen, Umbrüche. Mars ist das Kriegsplanet, wobei ich Mars nicht als negativ betrachte, weil wir brauchen die Mars-Energie, uns behaupten im Leben oder uns durchsetzen im Leben. Aber die beiden stehen in einer Spannung. Uranus und Mars stehen in einer Spannung. Und die Mars-Energie ist nun, wirkt auch auf Kriege. Und das haben wir auf unserem Planet Erde. Und wir müssen nun die Nachrichten schauen, es sind keine Geheimnisse. Also das heißt, im Bereich Aggression und Krieg ist die Spannung da. Und dort haben wir eine ganz starke göttliche Energie, was dafür sorgt, dass es auch Veränderungen gibt, Gerechtigkeit und auch Frieden. Aber das wird nicht erfüllt von heute auf morgen. Aber viele Menschen haben diesen Wunsch. Und Skat, dieser Stern Skat, was heute die Mondbewegung und Neptun bestrahlt, vermittelt uns etwas. Wir dürfen das auch wünschen. Die ganze Energie wirkt natürlich auch auf unserem Alltag. Und das bedeutet, wir dürfen etwas wünschen und wir sollen auch wünschen und unseren Wünsche auch mal bewusst wahrnehmen
Und das fühlen wir auch, sollen wir auch intuitiv sein. Und heute ist der Tag zu Wunscherfüllung und viel kommt auch die Gerechtigkeit oder kommt etwas ins Licht, was bis jetzt vertuscht war. So wir erfahren auch etwas oder wir setzen uns ein für die Gerechtigkeit. Die heutige Tat ist die Tatendrang und auch das Gleichgewicht. Wir haben dieses Bedürfnis nach inneren Gleichgewicht und sehr schöne Einflüsse von außen. Erstes Mal für den Neubeginn ist es sehr gut da. Dann fühlen wir auch diese Naturverbundenheit. Ich würde so beschreiben, die Verbundenheit zur Schöpfung, diese göttliche Verbundenheit. Und die Sterne stehen sehr gut. Also heute sollen wir die Energie nutzen für Weltfrieden, diesen Wunsch auszusprechen. Und wir können auch anderen Wünschen auch ansprechen. Oder wir können das auch heute mit Mondenergie aufladen. Und heute empfehle ich dazu die Rosenquarz. Immerhin ist Rosenquarz ist die Stein für die Liebe und natürlich hilft es auch bei Wunscherfüllung, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch für die Frieden. Also das passt ganz gut für die heutige Energie und wir sollen heute mit Mondkraft aufladen. Vorher mit fließendem Wasser abspülen, entladen und mit Mondenergie aufladen. Und die heutige Mondenergie ist unsere Wünsche, Träume, Sehnsüchte, dass das zu Erfüllung geht. Und dieser Fluss Eridanus, das Ende des Flusses Achenar, ist die Quelle. Und natürlich, das ist die Intuition. Also das hilft auch, dass wir intuitiv handeln, dass wir die inneren Gleichgewicht finden, dass wir Harmonie finden in die Liebe, Partnerschaft und dass unsere Wünsche zum Erfüllung geht. Und wie wirkt es auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Und wie ich schon erwähnt habe, in vergangenen Tagen bedeutet das für die Stiergeborenen etwas ins Licht zu bringen. Sich sichtbar machen. Dann brauchen sie auch Anerkennung, ein Aufstieg und auch die Wahrheit. Gegenüber liegt Jupiter, das ist die Gerechtigkeit, entweder die Suche nach Gott oder die göttlichen Gesetze einzuhalten oder das Gebet oder die Wunsch wirklich nach Gerechtigkeit, nach Frieden und Gerechtigkeit, das löst auch an uns alle etwas aus, aber das spüren sie sehr stark, auch die Stiergeborenen. In die Liebe Partnerschaft ist mehr Leichtigkeit, diese Spannung ist vorbei, geht voran, kommt auch alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeboren ist wichtiges Thema, Liebe Partnerschaft, aber auch die Selbstdarstellung und auch dieser Wunsch nach Anerkennung, wahrgenommen zu werden. Und diese Spannung, was die Liebe Partnerschaft betrifft, diese Enttäuschungen oder Erinnerungen, in Vergangenheit, diesen Gefühlen, die Täuschungen und Enttäuschungen, das lässt nach. Die Zwillingsgeborenen fühlen sich zwar noch unsicher oder besteht noch eine gewisse Nervosität, aber ab morgen beruhigt sich das alles und kommen Neuigkeiten, was die Zwillingsgeborenen begeistert, diese Spannung lässt nach. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, eine kleinere Veränderung, kleine Reisen, etwas in Bewegung setzen, Einladungen vom Verwandten oder jemand besuchen. Also kommt einiges in Bewegung. Aber das Zuhause ist auch sehr wichtig. Entweder der Rückzug, das zu genießen oder Veränderungen bei einer oder anderen Krebsgeborenen ist auch möglich, ein Umzug. Verträge bitte nicht unterschreiben, das führt zu Missverständnissen oder Geldverlust. Da lieber abwarten, noch bis eine bessere Energie da ist, was die Verträge betrifft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, aber langsam kommt auch die neue Richtung, die Begeisterung, die planen etwas, sind Neuigkeiten zum Erwarten
und es wird in den Tagen auch sichtbar, dann kommt alles voran. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren spiegelt etwas im Leben. Das sind die Möglichkeiten, Chancen, gerade das, was die Jungfrau geborenen gerade wünschen. Und sie sollen auch an ihren Wunsch achten und das auch bewusst wahrnehmen, nicht davonlaufen, sondern die Hoffnung ist da, dass dieser Wunsch zum Erfüllung geht. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren ist schon eine Verbesserung im Bereich Arbeit, auch gesundheitlich geht auch etwas besser. Dieser Druck ist weg und können Sie endlich aufatmen und in Liebepartnerschaft kommt auch mehr Leichtigkeit. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, in den Tagen wird aber auch besser, kommen Einflüsse von außen, wo die Wagengeborenen auch diese Bestätigung bekommen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren, hier spielt sich etwas ab, sehr wichtige Ereignisse, was auch unseren Planet betrifft. Hier kommt jetzt die Wandlung, kommen die Gerechtigkeit. Natürlich kommt viel Ungerechtigkeit, was gerade in Oberfläche kommt und wir erfahren das auch. Wir bekommen auch Erkenntnisse. Aber auch Themen wie Religion oder Spiritualität. Mir kommt es so vor, wenn der liebe Gott uns jetzt ein Auge auf uns richtet und möchte etwas in Ordnung zu bringen und vieles noch bereinigen von Vergangenheit. Und diese Wandlung passiert jetzt gerade in Tierkreiszeichen Skorpion. Und hier bewegt sich unser Planet Erde und Jupiter nähert sich ganz nah, steht zu unserem Planet, kommen Einflüsse noch außen. Also das sind die politischen Ereignisse und diese Energie, das spielt sich im Tierkreiszeichen Skorpion ab. Das bedeutet, wir befinden wir in dieser Wandlung und immer mehr Menschen fühlen das. Auch schöne Einfluss jetzt gerade von Neptun, auch vom Mond, das sind die Wünsche. Das heißt, und das lege ich ins Herz für uns alle, aber besonders bei den Fischengeborenen und für die Skorpiongeborenen. Sie sollen jetzt gerade was wünschen, weil es kommt auch in Erfüllung. Die Glauben versetzt Bergen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein wichtiges Thema. Die Liebe, Partnerschaft, kommt mehr Bewegung, mehr Leichtigkeit. Die Schützengeborenen fühlen sich zwar noch unsicher, ein bisschen Geduld noch in die Tage, kommt die Begeisterung, auch die Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist mehr Bewegung, kommt etwas im Fluss, aber hier ist Mars. Hier bewegt sich Mars und das ist die männliche Energie. Das kann natürlich eine männliche Person sein, wo gerade unerwartet plötzlich eine aggressive Handlung hat. Und das können wir erleben in die politischen Ebenen, aber auch in die privaten Bereiche. Und diese Aggression, das fühlen die Steinbockgeborenen und die Wiedergeborenen, die beiden Tierkreiszeichen verbindet das Uranus, die Veränderungen, die unerwarteten Ereignisse und die Aggression, gerade die Marsenergie. In Tierkreiszeichen Steinbock. Also diese Aggression ist spürbar auch im Privatleben, das spüren auch die Steinbockgeborenen oder kann auch bedeuten, dass Hindernisse da sind und da brauchen die Steinbockgeborenen gerade ganz viel Kraft, sich zu behaupten. Aber das beruhigt sich alles, also das ist kein Dauerzustand, momentan ist die Spannung da. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist ein beruflicher Aufstieg, kommt alles im Fluss, mehr Leichtigkeit ist in die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren haben wunderbare Energie, die bekommen ihre Rechte, sie können sich einsetzen um die Gerechtigkeit, sie dürfen auch was wünschen, dieser Wunsch geht zum Erfüllung. Also hier kommt wunderbare Energie und Besonderes, was die Wünsche betrifft, die Wünsche und die Träume, aber auch die Quelle, die Intuition, das spüren sie jetzt gerade ganz intensiv, die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sie sich wie gefangen und kommt Einfluss von außen und das ist die Marsenergie. Das kann ein männlichen Person sein, wo gerade etwas auslöst und das tut weh, das ist unangenehm, aber auch
kann diese Maßkraft sein, Aggression, wo man Widerstand leisten müssen. Und es ist jetzt gerade sehr Spannung geladen, aber das geht auch bald vorbei. Nur ein Hinweis, dass wir eher zurückhaltend sein sollen. Ich gehöre auch zu Wiedergeborenen. Wir sollen eher zurückhaltend sein, nicht aggressiv reagieren, sondern es einfach so wahrnehmen, welche Einflüsse kommen. Wir sind vorbereitet und es ist wichtig, die Ruhe bewahren, den Rückzug, das Schweigen und das innere Ruhe bewahren, bis diese Zeit vorbei ist. Natürlich vieles kann in politischen Ebenen passieren und das sind eben diese Aggression oder Kriege, was nichts Neues ist, aber diese Spannung ist gerade auch sehr spürbar. Natürlich kommt die göttliche Energie dazu, wie ich schon erwähnt habe, und die Liebe, das Göttliche ist immerhin stärker. Und das war mein Tageshoroskop und noch die Blitzberatungen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mail-Beratungen, das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, heißt auch Blitzberatung. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.